Spürst du schon die wundervollen Mai-Energien? Es ist sensationell. Ich durfte ja heute schon beginnen mit den wunderbaren Seelen, die sich angemeldet haben, die es sich wert waren, da mitzumachen. Und ich möchte da kurz berichten. Heute habe ich ja in der Früh begonnen, in einer Stunde gesessen und ich durfte ganz viel auflösen. Das ganze Jahr 2019 und 2020 steht ja auch für Karma-Ablösungen, Seelenverträge, die uns schon längst nicht mehr dienlich sind. Verletztes inneres Kind. Übrigens, da möchte ich dir dazu sagen, verletztes inneres Kind, das sind Menschen, die es sich nicht wert sind, etwas zu tun für sich und in sich zu investieren auch. Sind auch Menschen, die keinen Wert darin sehen, dass auch sie der wichtigste Mensch im Leben sind und eher ja ihre Aufmerksamkeit, ihr Geld, ihre ganzen Gedanken, ihr Egoverhalten in die äußeren Dinge hineinstecken. Da gibt es noch mehr zum verletzten inneren Kind zu sagen. Ich habe da auch einen Kurs jetzt wieder gemacht. Ich bin ja ständig am Weiterbilden. Ich liebe das. Das sind ja meine Seelenaufgaben hier auf der Erde, die Menschen ins Erwachen zu führen. Bin ja schon seit ja an die 20 Jahre spirituelle Lehrerin der neuen Zeit. Ich wirke für die Menschen schon sehr, sehr lange und durch meine wunderbaren Klienten darf ich so richtig das Leben erfahren, denn man sollte nicht glauben, was es alles gibt in einem Menschen für Energien, für Blockaden, aber auch wenn man das individuell betrachtet, denn jeder ist ja einzigartig, was sich da auftut. Dinge, die in keinem Buch zu finden sind oder in Karten oder sonstigem. Ja, heute war es wirklich wunderbar. Ich durfte sehr viel auflösen für diese Menschen und genetisches Karma, ungerechtfertigtes Karma, Armutsgelübde, Geldenergieblockaden. Wir bekamen ganz viele Boten und Helfer aus der geistigen Welt, aus der Naturwelt, von Mutter Erde und Vater Himmel. Durfte auch in die Urwurzel, Urmeridian. Es war gigantisch. Ich habe auch bei diesen Menschen die Wohnung mit hineingenommen, so wie ich es angekündigt habe. Haus, Wohnung, also wo der Mensch zu Hause ist, das schwingt ja alles mit. So wie auch der Arbeitsplatz, der Studienplatz, die Autos. Alles kommt da mit hinein. Das geht ja Gott sei Dank alles, denn alles ist Energie und man kann so wunderbar helfen über die Ferne. Da ist wirklich alles möglich. Karma-Auflösung, Karma-Ablösung geschieht dann über mehrere Wochen. Also das ist jetzt nicht erledigt, sondern da beginnt bei dir ein Prozess. Und wirklich, es war sensationell, durfte auch mit Ganesha arbeiten, mit der Göttin Isis. Also ich kriege das dann immer, wer da jetzt mithilft und durch mich als Kanal wirkt für diese Menschen. Ich habe auch von den Teilnehmern die Ahnen einladen dürfen, der weiblichen und männlichen Linie. Es durfte auch göttlich-männlicher, göttlich-weiblicher Seelenanteil verbunden werden. Ich durfte abgespaltene Seelenanteile zurückholen, die Urkraft und das Urlicht. Dann habe ich noch in der Matrix eine Kugel gebaut und in diese Kugel kommt dann Merkaba, Kundalini-Energie, aber auch die Heilungsenergien von Heilpflanzen, einen Energiestab in die Aura setzen, sodass diese Menschen jetzt für ein paar Tage gut genährt werden. Das ist so sensationell. Ich liebe das und ich bedanke mich bei denen, die da mitmachen. Denn desto mehr da bereit sind, desto lichtvoller wird es in dir, lichtvoller in deinem Zuhause.
Du ziehst durch das Resonanzgesetz dann lichtvollere, harmonischere Begegnungen an und Menschen sowie Situationen. Und das breitet sich auch auf der Welt aus. Ja, ich durfte sogar altes kollektives Bewusstsein ablösen und uns anhängen an das neue kollektive Bewusstsein und 5D-Energie einfließen lassen. Es ist Wahnsinn. Ich bin geflasht auf gut Deutsch und Österreichisch. Also, und das läuft ja jetzt den ganzen Mai und ich gebe das ja jedes Monat hinaus, also im Monatspaket, wo die wichtigsten Tage immer enthalten sind. Und ja, du kannst da immer dabei sein. Ich gebe das heute noch hinaus. Es haben schon wieder welche angefragt. Bitte, wenn ich einen Newsletter ausschicke, lese ihn und melde dich rechtzeitig an. Ja, es ist dann immer noch eine immense Nacharbeit, das noch einmal zu machen, nochmal auszuschicken und so weiter und so fort. Ich gebe es jetzt heute nochmal raus. Natürlich ist es für die, die ja heute nicht dabei waren, um diesen Tag günstiger, obwohl das ein hervorragender Tag war. Schade darum, aber ist so. Einmal gebe ich es noch raus, bitte melde dich sofort an. Ja, ich mache es dann nicht mehr. Das nächste ist der 5.5. Das ist ein sehr, sehr ereignisreicher Tag. Das ist Neumond plus Portaltag. Und wir gehen ja da in Herzöffnung, Selbstliebe, Selbstwert. Und dann weiter. Also du siehst das alles am Newsletter, am Angebot. Solltest du nicht am Newsletter sein, dann bitte melde dich an und bleib auch dran. Es kommt so viel Neues. Es ist das 2019er Jahr, ist einfach, dass auch Seelengefährten, Seelenpartner zusammengeführt werden. Wir gehen jetzt auch in der Energie. Desto freier du bist und lichtvoller, desto besser bist du unterwegs, bist gut geerdet und stehst in deiner Kraft immer mehr und immer mehr und siehst auch dadurch solche Menschen an, die genau mit dir schwingen. Und das ist so wichtig, wo man sich wirklich blind versteht, ohne viele Worte und sich auch wirklich in die Augen blicken kann auf einer Ebene, gleichberechtigt. Ja, es werden einige Menschen nächste Zeit aus deinem Leben fallen. Es ist jetzt auch eine Welle da, wo du schicksalshaft Menschen begegnest. Und nicht nur Menschen, sondern auch Angeboten, Dinge, die auf dich zukommen, könnten sehr, sehr wichtig für dich sein. Ja, bitte geh bewusst durchs Leben und achte darauf, welchen Kurs, welches Angebot erhältst du, welcher Mensch kommt in dein Leben. Alles hat dir etwas zu sagen und du erhältst nichts umsonst. Das ist kein Zufall, sondern eine Fügung und dann greif zu. Ja, geh in dich, du spürst, dass der erste Impuls, der sagt dir das, das ist immer das Herz, nicht Ego und Verstand, das kommt immer nachher. Und gönne es dir, mach diese Dinge, denn sie kommen nicht umsonst. Alles hat seinen Sinn. Und da möchte ich dir auch gleich heute mitteilen, ich bin ja wieder durch einen Prozess gegangen, für ein paar Tage jetzt auch mit diesen Energien. Und aufgrund solcher Prozesse gebe ich auch immer sofort dann etwas Neues hinaus. Das war viel Arbeit. Ja, ich habe Tage daran gearbeitet. Aber das ist meine Berufung und ich liebe das. Es ist ja Leidenschaft, da fließt ja alles mit ein. Von an die 20 Jahre Wissen und Weisheit, meine Gaben. Aber was ganz wichtig ist, ich bin ein Mensch, der die Erfahrungen auch gemacht hat. Das heißt, ich habe es an Leib und Seele verspürt, was ich hinausgebe. Ich gebe nichts hinaus, was ich selbst nicht durchlebt habe, damit ich die Menschen verstehe, damit ich nachempfinden und fühlen kann, wie es ihnen geht. Und so hat sich aus dem Ganzen jetzt etwas Neues herausgebildet, und zwar nur für Frauen. Und erwecke die Göttin in dir, weibliche Urkraft. Und all das zusammen, mein ganzes Wissen, Weisheit über Jahre, plus dem ganzen Neuen für die neue Zeit, für die fünfte Dimension, ist hier enthalten. Das ist ein Wissen, das ich mir über Jahre aufgebaut habe, das er hältst du mit natürlich Energieübertragungen, arbeiten an dir. Und
allen, also ein richtiges Rundum-Paket, ja, mit den allerwichtigsten Dingen für die nächsten Jahre. Ja, es wird ja noch an die 20 Jahre all das so laufen und für manche noch länger, die noch nicht am Weg sind, für manche kürzer, die wirklich ins Tun gekommen sind und sich auch helfen lassen, steckt hier in diesem Kurs, der 10 Wochen läuft. Du findest das auf meiner Online-Akademie Erwecke die Göttin in dir. Das ist nur für Frauen. Ich möchte da wirklich ganz intim das machen, denn es geht auch um die Kundalini-Energie, Sexualkraft, Sexualenergie. Alles ist da enthalten, was eine Frau in sich trägt, und zwar die Göttinnenkraft, die Göttinnenmacht. Und neben einer Göttin hat ein Gott Platz, sage ich immer. Und um wirklich in deiner göttlichen Macht und Kraft, in der weiblichen Urkraft endlich aufzuwachen, Projekte oder Dinge, die du gestartet hast, die nicht ins Laufen kommen oder wo du ständig wieder in deine Komfortzone kommst, wo du dich klein und schwach fühlst, wo du immer wieder mit deinem Partner aneckst. Und das sind alles so innere Anteile, die noch nicht erlöst sind, die ständig gedrückt werden. Und dieses Knöpfchen drücken und diese Spiegelungen, die wir haben, da können wir rausgehen. Es ist auch an der Zeit, dass wir rausgehen aus den ganzen Spiegelungen und dass wir immer wieder Menschen in unser Leben ziehen, die unsere Knöpfe drücken. Das darf weniger werden, bis sogar komplett dann auch wegfallen. Und ja, auf diesem Weg habe ich mich schon lange gemacht. Und es ist auch so, dass deine Ausstrahlung sich verändert, dass dein Körper sich verändert durch den Lichtkörperprozess, durch die Lichtkörpersymptome. Wie ich diesen Prozess jetzt durchlaufen bin, ich nenne das auch Göttinnenprozess, habe ich wirklich von den weiblichen Organen her, vom ganzen Körper, der hat komplett zum Arbeiten begonnen. Ich bin ins Schicksalsrad hinein, das in der Hüfte sitzt. Da bekam ich eine links weibliche Seite, einen heftigen Hüftschmerz über ein paar Stunden. Also das war faszinierend, ja, weil da der Körper mitgeht bei diesem Aufstiegsprozess, dann bleibt ihm nichts anderes über, als da mitzuarbeiten und all diese Strukturen, all das, was auch im Körper, den du siehst, gebunden ist. Ja, da ist ja auch schwere Energie gebunden im Blut, in den Muskeln oder ja, in den Nerven, vor allem unser Nervengeflecht. Ja, das ist wie angespannt. Das ist total gespannt bei manchen Menschen. Das kriegt der Mensch bewusst nicht mit. Das erkennt er nicht selbst. Das sieht man dann, wenn man halt so hellsichtig ist oder hellfühlig, hellhörig, wie auch immer, merkt, sieht man richtig, sieht er wie so Stränge durch, die komplett gespannt sind, die jede Sekunde zum Zerplatzen drohen. Und das sind gebundene Wutenergien oder Zornenergien, die dann richtig hochploppen oder viel Traurigkeit gebunden ist im Herzbereich, ja, die Schultern, die Knie, ja, das ist bei manchen so zu. Und übersetzt heißt das auch wieder, sie können nicht ihren Weg gehen, ihre Wünsche erfüllen. Sie manifestieren aus dem Mangel, was ja wieder nur Mangel bringt, ja. Das wirkt sich in allen Bereichen deines Lebens aus, wenn in dir nicht die göttliche Ordnung hergestellt ist. Die Verbundenheit, die Vereinigung, die kosmische Hochzeit zwischen männlich und weiblich, zwischen Vater und Mutter, Vater Himmel, Mutter Erde, zwischen göttlich-männlich Seelenanteil, göttlich-weiblich Seelenanteil, zwischen der männlichen und weiblichen Ahnenlinie. Das ist alles bei manchen in Unordnung, und das sieht man auch in der Wohnung. Welche Ordnung hast du? Wie schaut dein Keller aus? Der steht fürs Unterbewusstsein. Öffne deinen Kasten, schau da mal rein. Wie viel sammelst du? Wie viele Dinge stellst du auf, dass du zugeladen bist, dass deine Augen ständig nur Gegenstände sehen? Wie schaut dein Auto aus? Das spiegelt alles einen Menschen. Deine Arbeit spiegelt dich, wo du arbeitest. Beobachte, wie sind die Kollegen, wie geht's dort zu, wie ist der Chef, läuft die Firma gut oder schlecht, droht sie bald zu kippen oder hat sie immer mehr an Gewinn. Du bist nicht umsonst dort. Ja, das kann dir alles etwas sagen.
Und wenn du da nur in einem Bereich nicht zufrieden bist und in ein bis, ja, die meisten haben mehrere Bereiche, Unordnung hast oder immer wieder angestupst wird, immer wieder wirst du wütend oder traurig, ja, dann komm ins Tun und tu etwas. Das wird nicht einfach so gemacht und gegeben. Karma, Auflösung, Ablösung ist nicht möglich einfach so oder nur, weil ich mir einen Stein auf die Brust lege oder auf eine Karte einen Stein oder mir eine Kette umhängen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Doch du wirst gemerkt haben, das funktioniert so alles nicht. Und ich sage ja immer, du reparierst ja dein Auto auch nicht selbst und machst das Service, sondern stell dich auch selbst mal zum Service und lass dich durchchecken. Vom Arzt lassen sich die vielen Menschen durchchecken, aber ihren Geist, ihre Seele, ihre unsichtbaren Körper, da nicht. In den Dimensionen, all eure Existenz, ihr seid ja viel mehr, als ihr mit dem Auge seht. Eure Seele ist ja nicht ganz da, ihr habt ja auch noch eine Überseele, sind ja ein paar Seelenanteile auch an anderen Orten oder Planeten, ja? Und alles schwingt zusammen. Und hier bedarf es auch, dass wir jetzt alles vereinen und alles mit einbeziehen. Nicht nur die eine Richtung, sondern andere. Da spreche ich von Mutter Erde, Vater Himmel. Ja? Die Naturwesen sowie die geistige Welt, die Lichtwesen, die Engel. Alles gehört zusammen. Alles bedarf deiner Aufmerksamkeit und der Vereinigung in dir, der kosmischen Hochzeit mit göttlich-weiblich, göttlich-männlichen Seelenanteil, deinem göttlich-inneren Kind, alles eins zu werden, die dreifaltige Flamme in dir zu erwecken, Gottmutter, Gottvater, Christuskind, alles wieder in die göttliche Harmonie zu führen, dann kannst du im Außen auch das erhalten und du manifestierst dann aus einem höheren Bewusstsein. Du manifestierst deine Wünsche aus einem Fundament der Liebe. Das heißt, du sähst die Samen aus deinem Inneren nach außen und je nachdem, wie es in deinem Inneren ist, das erhältst du im Außen. Ist es dunkel, manifestierst du Dunkles, also oder gleich gar nicht die Wünsche, dass die in Erfüllung gehen. Manifestierst du aus dem Licht, aus deiner göttlichen Essenz, dann erhältst du auch das im Außen. Ja? Das ist alles Resonanz, Anziehung und so weiter. Wenn du wirklich, ja, weiterkommen möchtest, wenn du lernen möchtest, auch dir selbst zu helfen, wenn du es dir wert bist, voll und ganz die Göttin in dir zu erwecken, in die weibliche Urkraft zu kommen, dann melde dich bei mir. Du kannst zu diesem Kurs jederzeit kommen. Ich erstelle Online-Kurse so, dass du immer dabei sein kannst, dass du anfangs gibt, nicht da beginnst und dort hört's auf. Von dem sollten wir auch weg, sondern jeder in seinem Tempo, jeder zu seiner Zeit. Jeder Mensch ist individuell einzigartig und hat nicht den gleichen Weg wie ein anderer oder das gleiche Tempo und den gleichen Zeitpunkt für Ende und Beginn von einem Kurs. Dadurch gestalte ich alles flexibel, individuell und genau auf dich abgestimmt. Ich biete da die 10 Wochen Energieübertragungen an. Ich gehe mit dir online in der Gruppe. Wir arbeiten gemeinsam. Du hast Module, die du durchgehst in deinem Tempo. Ja, genau, wie es für dich richtig und gut ist. Und es ist einfach sensationell und ich kann es dir nur ans Herz legen. Und das kommt, wie gesagt, nicht umsonst. Das ist kein Zufall. Da steckt Jahre Wissen darin und da steckt ganz, ganz viel darin, was sich Menschen über Jahre oft aufbauen müssen, was du in 10 Wochen erhältst. Mehr dazu auf meiner Online-Akademie. Und zwar erwecke die Göttin in dir. Wenn du da reinklickst, siehst du alle Module. Ja, natürlich nur kurz beschrieben. Ich kann nicht den ganzen Kurs darauf beschreiben, aber schaust dir an, nimm dir diesen Zeit und schaust dir an. Geh, schau, du kannst da reinlesen, du siehst, was ich anbiete. Es ist eine Menge. Es ist wirklich eine Menge. Und ich begleite dich die 10 Wochen
Ich bin, wie gesagt, erfahren in dem Ganzen viele Jahre. Ich wirke für Frauen, die unerfüllten Kinderwunsch haben. Ich wirke für Jugendliche, für Kinder, für Schüler, für jedes Alter, ganz egal, welches Problem oder Thema du hast. Ganz egal. Dieser Kurs ist jedoch nur für Frauen allen Alters und du brauchst keine Vorkenntnisse zu haben. Ich hole dich dort ab, wo du stehst. Bei diesem Kurs gibt es unten einen roten Button, da drückst du drauf und nimmst dir einen Termin. Ein gratis 30-minütiges Gespräch mit mir. Hab keine Angst davor, ja? Drück drauf, nimm deinen Termin, die sind immer schnell ausgebucht. Ja. Warum mache ich dieses Gespräch? Damit ich dir das nochmal erkläre. Ich schaue auch in die Karten, ich bin ja Kartenlegerin auch und Schändelmedium. Ich mache Rückführungen, Hypnose, ich arbeite in der Matrix, Quantenheilung, also eine Menge. Und das schaue ich mir an. Wie schaut es bei dir aus? Und dann, für was ist so ein Gespräch? Um deine Fragen zu dem Kurs beantworten zu können, ist ja wichtig, ja, nicht etwas einfach zu buchen, ja. Und ich helfe dir bei deiner Entscheidung. Du bist nicht allein und dafür ist dieses Gespräch. Und in diesem Gespräch, wenn wir das durch sind, dann erfährst du auch den Preis, ja. Und das hat natürlich seinen Preis. Ich denke, das ist logisch. Ja, das ist eine Menge und es ist auch ein höherer Preis. Damit kannst du schon rechnen. Das ist klar, aber er ist genau das wert, was er wert ist. Ich lasse mir das auch von der geistigen Welt geben. Aber mach dir jetzt keine Gedanken und fang jetzt schon zu überlegen an, ist das was für mich oder nicht. Ich meine, die schon offen sind, ja, die schon sehr im Bewusstsein sind und klar, die haben es im ersten Impuls schon gespürt, allein schon am Titel wahrscheinlich. Und wir haben so eine wunderbare Energie im ganzen 2019. Ja, und das nutze diese Chance. Mich fragen immer Menschen, wie lange geht das noch? Immer, das hört nicht auf. Die Energien steigen ständig, das wird nicht weniger, das wird mehr. Und es hört nicht auf, ja. Du wirst auch nie, wenn ich zu dir sage, wann hört das auf, dass du je aufs WC gehen musst. Nie. Das machst du ein ganzes Leben. Wann hört das auf, dass du ein Auto reparieren musst oder ein Handy reparieren oder in der Wohnung? Nie. Du wirst immer was zu tun haben und du wirst immer mit dir selbst zu tun haben. Und das Leben steht nicht still, sondern ist ständige Veränderung und wir stehen vor sehr, sehr großen Veränderungen. Wer da schon vorher sich öffnet, wer da vorher schon wirklich den Prozess endlich durchläuft und auch beendet, ja, für sich seinen individuellen Prozess, der wird in der fünften Dimension ankommen und der wird den Himmel auf Erden leben, so wie er es sich wünscht. Unabhängig, frei, großartig, vollkommen. Denn du bist in Wahrheit ja in dir eine Göttin. Und eine Göttin steht ganz anders im Leben, als manche Frauen im Leben stehen. Ich stehe seit 20 Jahren vollkommen im Leben. Ich bin frei, ich bin unabhängig, ich bin sogar im Beruf selbstständig und habe sogar meine Tochter alleine erzogen neben der Selbstständigkeit. Ich habe das Leben komplett selbstständig und frei geführt und noch dazu lebe ich meine Berufung. Meine Gaben. Also ich kann dir da wirklich helfen und dich wirklich sehr gut begleiten. Was will man mehr als einen erfahrenen Menschen, der dieses Leben viele Jahre lebt? Ja? Also, weibliche Urkraft, erwecke die Göttin in dir. Möchtest du dabei sein? Ja oder nein? Ja? Buche dir dieses Gespräch, schau dir die Module an. Und folge deinem Impuls. Viele Frauen sind noch in Kleinheit, schwach, bringen nichts weiter. Ja? Oder nur einen Teil, sind abhängig vom Mann, vom Geld vom Mann. Ja?
haben ihr eigenes Reich noch gar nicht erschaffen, sind ständig am Tun und trotzdem geht nicht viel weiter oder sind nur Hausfrau. Und so geht's aber nicht weiter. Wir müssen voll in unsere eigene Kraft kommen und uns selbst aus dem inneren Leben, deine Einzigartigkeit, deine Gaben, deine Berufung, ja, was immer das auch ist, das musst du jetzt nicht wissen. Stelle nicht so viele Fragen, sondern mach dich auf den Weg. Diese vielen Fragen, wer bin ich, was steht auf meinem Seelenplan, das wirst du dann alles schon erfahren. Und das kommt ja auch mit der Zeit, wenn du einfach mal einen Schritt gehst und eine Tür öffnest und sagst, ja, da bin ich, los, legen wir los. Das ist Mut, das ist Kraft, das ist die weibliche Urkraft. Ja, los, ich gehe los. Und du lässt das Leben sich ergeben und fließen. Die vielen Fragen, die du stellst, was soll ich für eine Berufung leben, was sind meine Gaben und was ist dies und was ist das und was wird sein mit mir in ein paar Jahren und wird mich mein Partner verlassen oder nicht, das kostet viel zu viel Lebenszeit. Lass all die Fragen weg. Fang an, tu, geh mit einigen Frauen am Weg wirklich in deine Erlösung, in dein Erwachen, in deinen individuellen Prozess und lass alle, wie sie sind, ja, lass alles, wie es ist und leg einfach für dich los und werde frei, unabhängig, komplett frei und unabhängig, denn dann hast du auch keine Verlustangst, keine Verlassenheitsangst. Du verdienst dann dein eigenes Geld. Du kannst dein Leben frei gestalten, so wie du das möchtest und der Partner und alles andere, was so im Außen ist, bereichert dich. Saugt nicht aus, braucht nicht, drückt nicht Knöpfe, Spiegelung hin, Spiegelung her. Das darf ein Ende haben. Es ist uns Menschen auch möglich, unser Schicksalsrad zu bewegen, ja, dass da was weitergeht. Es ist uns Menschen ganz viel möglich, was dir gar nicht bewusst ist. Das ist solchen Menschen wie mir bewusst, die das anderen Menschen zuteil werden lassen. Und da braucht man halt schon eine Spur, einen Selbstwert und Mut, dass man sagt, ja, das ist es. Und ich bin so viel wert, ich habe es mir verdient, dass ich jetzt den ersten Schritt setze, dass ich jetzt in mir Ordnung schaffe. Mit Hilfe, mit Begleitung, mit tiefem Austausch. Ja? Und auch dazu noch lerne, mir selbst zu helfen. Und überhaupt Mütter mit Kindern, das wirkt sich auf die Kinder automatisch aus. Das wirkt sich auf dein Umfeld, auf deine Familie aus. Alles, was ich tue, war immer auch wunderbar für meine Tochter. Die braucht bei manchen Dingen gar nichts tun, weil es eh ich tue. Ich gehe bis in die Ahnenfamilie hinein, Seelengeschwister, Seelenfamilie, in alle Zeitlinien, alle Paralleluniversen, in alle Inkarnationen. Das wirkt sich ja aus. Und das ist so sensationell. Es geht dann auch deinen Kindern gut. Und sie haben nicht so viele Stolpersteine, weil du schon mit auflöst. Automatisch schwingt das Kind mit der Mutter mit. So ist es. Und du kannst nicht alles können. Man sagt, man hat alles in sich. Ja, aber wir können nicht alles. Zum Beispiel mach jetzt in deinem Gesicht eine Mimik, die Mimik des Lachens. Lache jetzt. Zieh die Mundwinkel hoch und lache. Und genau jetzt, in dieser Mimik, wenn du lachst, mach die Mimik des Traurigseins. Zeitgleich. Wirst du sagen, das kann ich nicht. Genau. Du kannst eben nicht alles. Aber es ist uns möglich, vieles zu können und vieles zu wandeln. Und dich anzunehmen, so wie du bist und ein Fundament in dir zu schaffen, aus dem ein wunderbares Leben entsteht. Du, die wichtigste Person in deinem Leben. Gut, ich freue mich, komm auf meinen Newsletter für diese wunderbaren Monatspakete, wo ich dich im Monat immer die paar Tage, die besonders sind, denn es geht hier wirklich um Öffnung. Desto mehr du dich öffnest, desto mehr sich von dir ablöst, desto freier wirst du. Und schau auf meine Online-Akademie, erwecke die Göttin in dir
Und nimm dir dieses 30-minütige Gespräch, was wichtig ist. Bitte sei pünktlich. Es gibt nur diese 30 Minuten, nicht mehr, denn ich führe ein Gespräch nach dem anderen. Wenn du nicht pünktlich bist, umso weniger Zeit hast du. Ja, ich freue mich auf dich und schau auch immer wieder auf meinen YouTube-Kanal. Den kannst du abonnieren, rechts die Glocke drücken, dann wirst du auch informiert. Und auch ganz wichtig, wenn du Fragen hast, kannst du mir natürlich die Fragen schreiben, wenn du Termine brauchst. Ja, aber bitte nur eine Frage, sei nicht deine ganze Lebensgeschichte. Termine für Einzeltermine, schreib mir, dass du auf der Homepage rechts den Kontakt, da klickst du drauf und schreibst mir. Und für einen Einzeltermin, wenn ich dich begleiten darf, es ist alles, auch dieser Kurs, ist online möglich. Du brauchst nur ein Tablet oder Computer oder Handy. Und egal, wo du bist und wenn du währenddessen auf Urlaub fährst oder so, macht auch nichts, dann machst du in dem Kurs halt eine Urlaubspause, tust dann weiter. Oder wenn du Ruhepause brauchst, auch dann alles ganz locker, leicht, mit Spaß, Humor und flexibel. Und du kannst aber auch, Handy hast du ja immer mit, da auch den Kurs machen. Das ist ja das Tolle an der modernen Zeit. Ich freue mich auf dich, komm jetzt gleich auf meinen Newsletter, schau dir diesen Kurs an, erwecke die Göttin in dir und hol dir das 30 Minuten gratis Erstgespräch mit mir. Alles Liebe, deine Sissi Göttling.